Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, es flackert alles so ein bisschen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Anlage halt hier läuft, obwohl sie gar nicht benötigt wird. Wir werden mal hier auf die Hälfte runter reduzieren. Dann sollte das schon mal ein bisschen anlaufen. Wir haben in der letzten Folge hier dieses System aktiviert. Wir haben aktuell ein bisschen ein Energieflackern. Und wir haben außerdem natürlich hier die Wasserstoffanlage mal in Betrieb gesetzt. Aber in der Folge müssen wir vor allem schon, dass wir mal die Energie umsetzen, die wir aktuell frei haben. Was ist denn hier los? Aus. Du bist ein Notüberfluss. So schaut's aus. Gut, aber genau, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier das System. Warum ist das Priorität aus? Achso, weil ich noch kein Meerwasser zuführe, ne? Okay. Wir werden das System jetzt anschmeißen. Hier zum Beispiel war ein Fehler einfach drin. Das sollte jetzt dazu führen, dass hier der Wasserdampf ins Wasser umgewandelt wird. Wie schaut es hier mit dem Tank aus? Der Tank füllt sich langsam. Wir müssten aber die ersten Stromgenerator-Kombis jetzt mal aufstellen. Eine Hochdruckturbine. Dahinter eine Niederdruckturbine. Was mache ich da eigentlich? Das System haben wir 1000 Mal hier schon stehen. Ich weiß nicht, warum ich es versuche zu kopieren. So, wir machen das jetzt wie folgt. Soll ja einfach nur ein Test sein. Deswegen müssen wir hier schauen, dass das angeschlossen ist. Was wird denn hier zurück? Das Gute ist, wir können das Ganze jetzt einfach auf einen Schlag bauen. Und dann müsste doch jetzt eigentlich genau der Dampf außenrum geleitet werden. In die Anlage rein. Die Anlage fängt an hochzufahren. Produktionskapazität 1. Du kommst auf 2. Bedeutet, der Generator produziert jetzt offiziell schon mal Strom. Zwar noch nicht perfekt. Dafür ist das System noch nicht ausgelegt. Aber wir produzieren unseren ersten Strom. Da wollte ich noch ein bisschen umbauen am System. Und wir haben noch nicht so viel auf Lager.
drehen wir mal hier das Ganze hoch. Lass die Anlage mal voll werden. Das Ganze verarbeiten. Mit dem Zwischendank können wir gleich auch noch gut arbeiten. Warum habe ich hier nochmal einen Anschluss vom Frisch... Ah, nee, war ich hier. Okay, nee, passt schon. Genau, das war unsere Wasserstoffanlage. Ah, da war was mit Stromproblem. Genau. Wir scheinen immer noch zu wenig zu produzieren, wie es hier ausschaut. Rohrleitung 2 haben wir überall genommen, passt perfekt. Gut, okay, und dann... Das auf einen Schlag fertigstellen. Dann sollte der Dampf nicht ansatzweise versuchen, seitlich rauszukommen. Das verbessern wir auf gleich Stufe 3 noch. Ups, gut. Und wir werden uns jetzt hier eine Kombi von den Dingern hier rausbauen. Eine spezielle Art, würde ich es nennen, die einen strukturierten Prioritätsablauf haben, ab wann welche Maschine Dampf bekommt. Dass nicht immer, sozusagen, wenn der Dampf niedrig mal ist, dass nicht mehr alle laufen können. Also ich will im Grunde einen Generatoranschluss haben, der dafür sorgt, dass wir auf jeden Fall jederzeit... Möglichkeit haben, Dampf zu produzieren. Das wird jetzt nochmal ein kleines... Ich nenne es mal Experiment. So, okay, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Sinn dahinter ist am Ende eine strukturierte Planung und Kombination von allem. Flip und Rotate, Rotate. Rotate, rotate. So, und hier kommt schon mal der erste Clou. Anstatt hier was normal, und das wird halt der teure Teil wahrscheinlich jetzt hier werden, kommt hier sowas rein. Der sagt immer, eins davon hat Priorität. Da ist es ja dann wurscht, weil hier muss... Beziehungsweise wir sagen jetzt mal einfach mal... Obwohl, müsste echt passen, egal was ist. Goddammit, das ist doch wieder scheiße. So, okay. Bedeutet, hier kommt der Dampf rein, sagt, ey, du hast Priorität, du wirst als erstes angeschnitten. Dann kopieren wir das Ganze nochmal. Und dann heißt es nämlich wieder hier zwischen.
Wir haben links und rechts jeweils einen Anschluss. F. Hier in dem Fall eine große Röhre. Und da gibt es dann auch wieder eine Priorität. Bedeutet, es ist so ein gestaffelter Baum, wo du sagst, der hat Priorität, der hat Priorität, der hat dann Priorität und dann hat der Priorität. Und genau das ist der Sinn hinter diesem System. Und davon würde ich jetzt hier ein großes hinbauen. Also nochmal das genauso hinbauen. Kopieren. Das Problem ist halt, dass du nicht sagen kannst, ich will in der Staffelei so und so viel so und so bauen. Das fände ich noch mega, das fehlt noch. Sondern du musst halt jedes Mal mit sowas herkommen. Zum Beispiel jetzt auch wieder, jetzt werde ich den hier dazwischen setzen. Und sagen, ich gehe mit, da gehen wir jetzt mit 3 Rohrleitungen. Von hier nach hier. Von hier nach hier und nennen. Oder ich gar keinen Anschluss. Ups. Und sagt, du hast Priorität. Das ist jetzt die größte, übertriebenste Anlage, die es gibt. Ich weiß. I know, I know, I know. Aber es ist ja sozusagen jetzt wie eine Präsentation, ne? So. Jetzt muss ich nur den Mittelanschluss finden wieder. Warte mal, vielleicht setzen wir nochmal hier kurz ein bisschen das Ganze vor. I know, ich weiß auch, dass das übertrieben ist und dass ich es nicht so komplex machen müsste. Aber ich finde, das hat was. Das ist jetzt eine riesige Anlage, die gebaut werden soll. Und ich kann sie großteil auf einen Schlag bauen. Holy shit. Okay, ein bisschen Dampf geht schon weiter. Was hat er jetzt? Jetzt sagt er hier... Achso, jetzt muss ich mir natürlich hier sagen, der hat Priorität. Ah ne, der hat Priorität. Oh Gott, damit der... Dampf staut sie an und das wird zu groß. Dann muss hier ein großer Schornstein stehen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass uns... Holy shit, schau mal, wie viel Wasser wir verbrauchen. Oh fuck, die Sohle. Die geht ja jetzt auch noch... Oh. Natürlich geht unser Wasser flöten. Sohle darf ich jetzt zum Glück auch so zurückkippen. Ich kipp die Sohle weg, komm schon. Dann sollten die gleich wieder arbeiten. Oh, das war ziemlich dumm. Also sind da Kleinigkeiten, die wir jetzt noch verbessern müssen. Ich hoffe, dass wir zum Beispiel mit der Anlage und dem Dampf, den wir hier drin erzeugen, den Wassertank hier relativ schnell wieder voll kriegen. Und aktuell schaut es gut aus. Sagen wir 2300 hatten wir zuletzt, wo wir geschaut haben. 2300.
Die Anlage wird jetzt Stück für Stück entstehen. Wir müssen jetzt mal schauen, weil wir werden wahrscheinlich so viel gerade verbraucht haben. Holy shit, die sind weit. Ich erhöhe mal den Verkippungsradius, weil das wird langsam echt heftig. Schau dir das mal an. Wahnsinn, wie geht's hier voran? Oh! Leute, wir haben's. Wir sind durch. Schon Wahnsinn. So, die kriegen gleich von mir neue Aufgaben. Die sollen den Rest hier abgraben anfangen. Aber holy shit, schau dir an, was sie hier durchgegraben haben. Komplett unnötig, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und ich glaube, das sagt einiges aus. Wie schaut es mit unserer Produktion hier aus? Oh. Ja. Ich glaube nicht mal, dass das genug reinbringt aktuell. Von der Leistung her. Aber jetzt sollte es auf jeden Fall. Was läuft denn eigentlich so über Tonplatten? Aus einem Lager, das eh schon leer ist. Wir haben halt echt jedes Lager jetzt leer gepumpt, ne? Holy shit. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ah, warte mal. 2300 gleich waren wir, ne? Wie viel haben wir zu der Folge? 2700. Wir gehen also nach oben. Das ist super. Aber wie gesagt, ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr alles einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.